Mit einem Flugzeug ans Ziel kommen ist für viele von uns nicht wegzudenken, ob geschäftlich oder in den Urlaub. Aber ist Fliegen nachhaltig? Naja, vielleicht in Zukunft. Aber ein Flughafen kann definitiv nachhaltig sein. Und das schon heute. Der Airport Memmingen hat sich das Ziel gesetzt, die Flughafeninfrastruktur bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu betreiben. Und dafür wird so einiges getan. Also begonnen haben wir sehr früh mit der Modernisierung des Heizwerkes. Haben hier dann umgestellt auf Biogas, Biomethan und haben eben mit dem Blockheizkraftwerk hinter mir den ersten großen Schritt gemacht, nämlich 1,5 Megawatt grünen Strom zu erzeugen mit dem Blockheizkraftwerk und 1,75 Megawatt Wärme, die in zwei Pufferspeicher mit je 150.000 Liter warmes Wasser gespeichert werden. Wir haben noch einen großen Pellets-Heizcontainer nebenan. Wir können also mit Pellets noch zusätzlich für die Spitzenlast fahren. Und das war der erste große Schritt hier, also Biogas von einem großen Biogaslandwirt hier reinzuholen ins Gelände. Und was wir jetzt noch machen, ist eben bei der Mobilität nicht nur mit Biogas unsere Fahrzeuge anzutreiben, sondern eben auch mit Schnellladesäulen, mit Elektromobilität den Fuhrpark konsequent umzurüsten. Und die Steigerung ist jetzt eben noch unsere Wasserstofftankstelle. Neben dem Heizhaus und der E-Mobilität auf dem Flughafengelände sorgen Photovoltaikanlagen auf Gebäuden, Shelter und Überdachungen des Airports für nachhaltige Energie. Außerdem hat der Airport an der Zufahrt zum Terminal seine eigenen Bienenvölker und ein Insektenhotel. Hierfür wurden extra Blumenwiesen angelegt, um der Vielfalt an Insekten ausreichend Möglichkeiten zur Nahrungssuche zu bieten. Viele kleine und auch große Meilensteine führen zu einem Ziel. Flughäfen sind besonders im Fokus, natürlich, was die Nachhaltigkeit angeht. Denn das wird auch immer wieder diskutiert. Kann man Fliegen klimaneutral darstellen? Das ist sicherlich die große Herausforderung, dass die Flugzeuge irgendwann mal klimaneutral mit klimaneutralen Kraftstoffen unterwegs sind. Es braucht sicherlich länger, aber wir als Infrastruktur, wir können schon deutlich früher unseren Beitrag leisten, um eben den Flughafenbetrieb klimaneutral darzustellen. Und da haben wir die Weichen gestellt, um eben bis 2030 dann die Infrastruktur zukunftsfest klimaneutral betreiben zu können.